Die Geschichte hatte sich wiederholt. 1918, nur 25 Jahre vor Jalta, hatte schon einmal ein amerikanischer Präsident das Selbstbestimmungsrecht der Völker postuliert. Wilson mit seinen berühmten 14 Punkten. Vor dem Kongress hatte er betont, Völker und Provinzen dürften nicht von einer Staatshoheit zu einer anderen getauscht werden, als wenn sie Faustpfänder in einem Spiel wären, auch nicht in dem großen Spiel um das Gleichgewicht der Macht. 1919 war der Präsident in Paris als Retter Frankreichs im Ersten Weltkrieg enthusiastisch begrüßt worden. Die Deutschen hatten seine 14 Punkte als Grundlage ihres Waffenstillstandsangebots angesehen. Aber bei der Konferenz von Versailles war Wilson von seinen Alliierten überspielt worden. Insbesondere die Franzosen setzten mit Zähigkeit ihre Vorstellungen über die Abtretung großer deutscher Gebiete durch. Die Engländer, noch befangen in der Hasspsychose des Krieges, ahnten dennoch schon damals, dass der Vertrag von Versailles nicht zu einem dauerhaften Frieden führen würde. Die Deutschen stellten fest, dass die Ideale von Wilsons 14 Punkten genau dem Spiel der Macht zum Opfer gefallen waren, vor dem der Präsident gewarnt hatte. Der Frieden der Sieger schuf die neuen Konflikte. Dies war das Deutsche Reich in seinen Grenzen von 1914. Durch den Versailler Vertrag 1919 wurde Elsaß-Lothringen, dessen Bevölkerung sich in ihrer Mehrheit Frankreich verbunden fühlte, vom Reich getrennt. Das kleine Gebiet von Eupen-Malmedy fiel an Belgien, Nordschleswig an Dänemark. Aber den wirklichen Konfliktstoff gab es nur im Osten. Dort erhielt Polen mit Posen-Westpreußen wieder einen Zugang zum Meer. Durch diesen sogenannten polnischen Korridor aber wurde Ostpreußen vom Reich getrennt. Danzig, mit nahezu rein deutscher Bevölkerung, wurde freie Stadt. Im Danziger Hafen erhielt Polen Sonderrechte. Das Gebiet von Memel wurde internationaler Verwaltung unterstellt, aber 1923 durch einen Handstreich von Litauen annektiert. Im südlichen Ostpreußen entschieden sich bei einer Volksabstimmung 97% für Deutschland. Es blieb beim Reich. In Oberschlesien erklärten sich 68% für Deutschland. Aber die Siegermächte schlugen Ostoberschlesien, wo es einen größeren polnischen Anteil gegeben hatte, mit seinen Kohlevorkommen und Eisenhütten zu Polen. So hinterließ der Versailler Vertrag bedeutende deutsche Minderheiten unmittelbar jenseits der neuen Grenzen. Konfliktherde für die Zukunft. Darüber hinaus wurden bei der Auflösung Österreich-Ungarns die 3,5 Millionen Sudetendeutschen gegen ihren Willen dem tschechoslowakischen Staat eingegliedert. 1930. Die Ostpreußen feiern am 10. Jahrestag den Abstimmungssieg. Aber die Kundgebung macht auch deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen sich mit der Trennung Ostpreußens vom übrigen Reich durch den polnischen Korridor nicht abgefunden hat. Aus diesem Gebiet waren seit 1919 Hunderttausende von Deutschen verdrängt worden. Die neue Grenzziehung und das Danziger Problem sind eine ständige Gefährdung des europäischen Friedens. Der Völkerbund in Genf soll, wie heute die UNO in New York, den Frieden sichern, die Rechte der Minderheiten verteidigen helfen. Aber die Verlierer des Ersten Weltkrieges sehen im Völkerbund zumeist das Vollstreckungsorgan der Siegermächte. Deutschland wird zwar in den Völkerbund aufgenommen, aber selbst in den Zeiten der größten deutsch-französischen Annäherung unter den Außenministern Briand und Stresemann betrachtet der deutsche Außenminister eine Revision der Ostgrenzen als unerlässlich. Die Volksdeutschen im polnischen Staatsgebiet sehen wie die Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei ihre Rechte durch den Völkerbund nicht gewahrt.